Oh, Digga, neuer Held. Bam, bam, Ramatra. Ramatra. Neue Map. Neuer Battle Pass, Digga. Und damit, moin Leute von heute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute, oha, Digga. Gucken wir uns an, was alles neu ist. Und ja, das allererste, was wir machen werden. Okay, ich dachte gerade, der kostet wirklich null. Ich war ein bisschen verwirrt. So, schauen wir erstmal direkt, was im Battle Pass drin ist. Nämlich einmal haben wir natürlich ganz Standard, ja, den Helm. Dazu kriegen wir direkt auch noch diesen, ja, sehr, sehr verwunderlichen Soldier Skin. Ja, dann kommt das erste Widowmaker Emote, was einfach ein, ja, nicer, netter kleiner Tanz ist. Ein Highlight-Intro von Hanzo, was ich extrem sick finde. Der Skin von, ja, Symmetra nicht so besonders. Highlight-Intro Junkrat, was ich, ja, ist ganz cool. Den ersten Banger, nämlich den Poseidon-Skin, und den finde ich übertrieben sick, Digga. Also wirklich krank, einer der besten Skins der Welt von den Helden, den ich noch nicht mal kenne. Nice Emote zu Sigma. Banner, ein nicer Botaniker-Skin. Dumpfes Highlight-Intro. Feier ich irgendwie. Irgendwie extrem sick, keine Ahnung. Ich feier den mega. Platz 50, ja. Gott, ja. Einfach. Keine Ahnung, Digga. Ich weiß nicht mehr, wie das Kind auf der Straße heißt, Digga. Tom Sawyer? Nee, keine Ahnung. Ist ja. Oh, Digga, der harte Skin von fucking Pharah. Kleines Emote von Baptiste. Puh. Noch ein Skin, aber den finde ich eigentlich nicht so geil wie den anderen. Aber ich glaube, der ist free, kann das sein? Und zum Schluss natürlich den mythischen Skin von Junker Queen. Boah. Digga, also das ist halt krass. Seit langem finde ich auf jeden Fall. Ach, wir haben das Highlight-Intro verpasst. Ja. Highlight-Intros? Wow, okay, das kennen wir aus dem Dings, ja. Und das kennen wir wahrscheinlich auch schon aus dem Trailer. Ja. Boah, sieht das scheiße aus, wenn da so einer übersteht. Ich denke mal, wenn die Leute sich bewegen, ist diese Fähigkeit echt nicht so extrem gut. Und die Wand läuft sehr, sehr schnell ab. Habe ich jetzt nicht gedacht. So, dann kann man das hier natürlich werfen. Er macht natürlich nicht so viel Schaden. Und ich glaube, da kommt man auch leicht raus. Dann der andere Modus. Ach, und dann kann man die ganze Zeit blocken. Und das für eine bestimmte Zeit. Ey. Und in den anderen Modus. Okay, oh. Ja. Hey, wie lange geht das? Ach so, wenn man nicht aussaugt, dann ist es vorbei. Ja, okay, das ist heftig. Doomfist macht erstmal mit seiner Faust maximal 50 Schaden, vorher waren es 30, mindestens, aber jetzt auch 25, vorher waren es nur 15. Wiederum wurde es gleichzeitig auch verringert, denn wenn man danach eine Wand trifft, macht es nur noch 10 bis 30, statt vorher 20 bis 40. Dazu wurde auch die Betäubungszeit verringert, also eher wieder ein Nerf, aber ja. Dazu ist der Radius, wie weit man fliegt, statt 3 Meter, oder eigentlich gesagt statt 4 Meter, jetzt nur noch auf 3 Meter. Aber die Abklingzeit allgemein wurde auf 3 Sekunden statt vorher 4 Sekunden gemacht, was natürlich auch wieder extrem gut ist. Sein Schild ist jetzt statt vorher 8 Sekunden nur noch bei 7 Sekunden. Dauer wurde auf 2,5 Sekunden statt 2 erhöht. Und der benötigte Schaden, damit die halt gut aufgeladen wirst, ist jetzt statt vorher 90, 80. Dazu kann er jetzt, wenn er seine Ulti benutzt, auch direkt seinen Hammer usen. Und Gegner werden statt 2 Sekunden ganze 3 Sekunden verlangsamt. Dazu hat er jetzt bis zu 200 temporäre Schild. Und pro getroffenes Ziel mit Fähigkeiten kriegt er jetzt halt 40 Schild, was extrem geil ist.
Dazu wurde einmal ihre Hitbox ein bisschen vergrößert. Das heißt, sie ist leichter zu treffen. Dazu dauert ihre Ulti jetzt statt 5 Sekunden nur noch 4,5 Sekunden. Aber dafür kriegt ihr die, falls ihr es ihr schon ein bisschen bemerkt habt, viel, viel schneller. Also um genau zu sein, nur um 10% schneller. Dazu wurde die Abblinkzeit von dieser Fähigkeit von 15 auf 14 Sekunden gesetzt. Die Wunden, die wir jetzt verursachen mit unseren, ja, mit unseren Messern oder mit allen eigentlich möglichen Fähigkeiten, die irgendwie Wundenschaden machen, kriegen wir statt dem Wundenschaden 1 zu 1 in Leben, den Wundenschaden 1,25 wieder in unserem normalen Leben dazu, also extremst, extremst gut. Bastion hat auch einen heftigen Buff bekommen und das ist nämlich seine Turret-Form, die er jetzt alle 10 Sekunden wieder habt, statt vorher alle 12 Sekunden. Das macht einen extremen Unterschied. Seine Ultimate war ja wie bekannt nicht wirklich die beste. Ich zeige euch mal kurz, was sich verändert hat. Als allererstes kommt sie statt einer Sekundenverzögerung mit 0,6 Sekunden, also fast doppelt so schnell. Dazu macht sie aber wieder ein bisschen weniger Schaden. Statt 300 kriegt jetzt ein Projektil nur noch 250 Schaden. Und das Besondere, ihr seht, man kann sich selber nicht mehr damit töten. Ach ja, wir haben alle auf den Nerf für sie gewartet. Hier ist er gekommen. Statt 8 Sekunden sinkt die Munition jetzt schon bei 5 Sekunden. Also von der Railgun. Dazu nimmt der Schaden schon ab 40 Metern ab. Das heißt, auf ganz longer Distanz könnt ihr niemanden mehr wegsnipen. Dazu wurde auch der Schadensmultiplikator ein bisschen verschlechtert. Ihr seht es, 100% aufgeladen. Aber die Person ist nicht gestorben. Ja, die Aufladungsrate von dem Laser wurde ein bisschen jetzt erhöht. Aber dafür auch der Verfall dieser Aufladung. Dazu haben wir auch einen viel, viel höheren Munitionsverbrauch. Also eher gesagt sogar ein Nerf. Und was ganz besonders, das kann ich jetzt leider nicht zeigen, aber wenn ihr auf Barrieren schießt, bekommt ihr tatsächlich Munition zurück, was extrem, extrem geil ist. Nun zum letzten DPS, danach kommen wir zu den Heilern, nämlich das ist Tracer. Was wurde bei Tracer gebufft? Eigentlich nur eine Sache, denn sie macht um einiges mehr Schaden. Also Tracer könnte momentan OP sein und das liegt auch nur daran, weil ihr Schuss ein Schaden mehr macht. Und das macht bei Tracer schon so viel aus, das ist halt echt extrem krankes. Also Tracer jetzt auf jeden Fall ein sehr guter Pick momentan. Ender gibt es nicht viel zu sagen, außer dass ihr Pfeil jetzt halt 14 Sekunden statt vorher 15 braucht, bis er sich wieder refresht. Dazu kommt man viel, viel schwieriger an den Kitsune, also der wird ein bisschen mehr kosten jetzt, also 10% mehr. Die Bonusgeschwindigkeit ist statt 50 nur noch 30. Dann sehen wir auch noch, dass sie viel, viel mehr Schuss hat. Statt vorher 12, jetzt 15. Und auch die Wirkungszeit, was ich irgendwie gerade nicht sehe, ich weiß nicht, ob das ein Patch ist, ist statt auf 0,15 Sekunden auf 0,1 Sekunden verringert. Sie wurde eigentlich nur ihre Waffe ein bisschen versteckt, denn sie kann viel schneller ihre Waffe wechseln. Oder was heißt viel schneller? Statt 0,5 Sekunden sind es jetzt 0,35 Sekunden. Und sie hat einfach nur 25 Munition statt vorher 20. Aber das soll es jetzt auch zu den ganzen Patches gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like da. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ciao mit. Oh, in der nächsten Video testen wir übrigens den neuen Helden aus. Also unbedingt am Start sein.